Gärte und Triebe habe ich auch. Mhm. Werte Dame, haben Sie etwas für mich? Oh. Das ist Dörrfleisch einfach so. Das ist ja. Saftige Gurken, Spargel und Pflaumen. Einen Moment. Ich bräuchte. Gott schütze dich. Das tut er bereits. Ich bräuchte aber was anderes. Gott über dich wach. Ja, das ist in Ordnung. Ich brauche eine Salami. Köter! Ist er schon wieder weg? Oje. Oh, yeah. Ja, dabei habe ich was für ihn gekauft. Ich hätte gern, Gurken, saftige Gurken, Spargel und Pflaumen. Ja, dann nehme ich mir doch eine. Guten Tag. Hi. Ich möchte Gurken. Alles Gute. Gurken? Pflaumen. Doch nicht. Dann nehme ich eine Wassermelone. Köter! Ist er schon wieder weg? Ah, je. Yeah. Frech. Einfach nur frech. Ich habe extra was für ihn gekauft. Wir haben noch Käse hier. Das kann unbedingt weg. Das brauche ich nicht. Tschüss, Käse. So, die Wassermelone, die ist aber voll, ja? Hier liegt der Käse gut. So, irgendwas müssen wir doch machen. Oh ja, kehre nach Hatay zurück. Bringe das Testament zum Sasauer Gemeindepfarrer. Noch nicht. Ich würde da vorher noch nach Meroyet. Oh, und das Buch Necronomicon. Wir brauchen das. So, das heißt auf zum Kloster. Ja. Ich werde es nicht nach Hatay zurückkehren, ohne das Buch. Wenn ich schon hier bin und die Möglichkeit habe, dann werde ich mir dieses Buch auch gleich besorgen. Das wird mein Genuss sein. So, wir haben ja schon den Hintereingang gesehen. Und genau durch diesen werden wir hineingehen. Und keiner wird uns aufhalten können. Nicht mal dieser Pförtner. Nicht mal diese Wache. Nicht bei Johanka, nicht bei der Kustos. Und seinen überraschend ängstlichen Assistenten. Keine Ahnung, was mit dem ist. So. Wir bauen hier eine normale Szene auf. Pebbles ist. Ausgezeichnet. Das funktioniert schon mal. Und wir gehen hier einfach rein. Ich trage eine Rüstung, oder? Okay, ich trage eine Rüstung. Ich bin bereit. So, wenn ich ein Necronomicon wäre, wo wäre ich? Stimmt, im Topf. Zwiebeln. Was war das denn? Ist da jemand? Hier ist niemand. Da steht er. Da. Ich glaube, das ist der miese Pförtner. Oh Gott. Ich glaube, das ist der falsche Eingang. Wir suchen uns einen anderen Eingang. Da ist die Küche. Das ist viel zu brutal. Ach, das ist der Ausgang. Wir versuchen es mal oben. Oder vielleicht in der Tür. Ja, unmöglich für uns. Dort ist ein Fass. Warum nicht einfach hier? Ah, hier lebt der Pförtner, oder? Oh Gott, was für eine furchtbare Wohnung. Der kann immer gestört werden. Und die Kälte zieht hier durch.
Also mit dem will ich nicht tauschen. Komm mit, Schwein, geh da rein. Geht nicht. Okay, wir versuchen es mal oben. Okay, das geht nicht. Hier ist der Klostermeier. Der hat bestimmt nicht das Necronomicon. Hey, wer ist da? Ich? Nur ich, mein Freund. Und wir beide sind hier allein. Aha, ein mieser Eindringling. Bam. Nein, okay, ich sollte aufhören, hier rumzualbern. Ich brauche nämlich das Buch. Ja. Und was er gesagt hat, war echt super. Ja. Alle Gespräche, die man hier führt. Deswegen haben sie ja zwei Toiletten. Warte, was ich unbedingt mal ausprobieren wollte. Stabiles Glas. Gut. Getrockneter Käse? Noch trockener Käse. Verleiht dem Käse einen intensiveren Geschmack und bundet besonders mit einem edlen, trockenen Wein. Das ist ja alles trocken. Doch, die Kerze nehme ich mit. Die braucht ihr nicht. Diese feinen Herren hier vom Kloster, die haben alles. Wow. Danke. Ein Bücherschrankschlüssel, okay. Was habe ich hier? Habe ich das schon mal gelesen? Joachim, Antonius, Kurs, Gregor. Ah. Das lese ich jetzt aber nicht. Ich bin wegen was ganz anderem hier. Achso, ich dachte schon, ich kann die Kerze da nehmen. Diese Gänse. Sieht aber schon schick hier aus. Schade, Kelch kann ich nicht mitnehmen. Noch mehr Käse und Essen. Sehr gut. Wer schläft denn hier im Durchgang? Und überall Fackeln. Ist da jemand?
Nein. Hier ist niemand. Okay, im Nebenzimmer ist also jemand. Ich muss ganz leise sein. Was zur Hölle war das? Du gehörst hier nicht her. Verlasse diesen Ort. Ja, Kumpel. Kommst du mit? Komm schon. Wenn du das Klostergelände nicht sofort verlässt, bekommst du Ärger. Okay, er rennt weg. Das ist vielleicht ein bisschen schlecht. Dann nehme ich mir einfach das Buch. Hierher. Ich verstecke mich hier hinten. Bin unsichtbar. Das ist gezeichnet. Du da! Halt! Oh Gott! Ergib dich! Hey. Du musst für deine Verbrechen gerade. Es gibt keine Verbrechen. Ich verkämpfe nicht, ich renne weg. Nein, 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 nein. Gut, da ist die offene Tür. Die mache ich zu. Damit rechne ich nie. So, Gut, die folgen mir nicht. Dann gehe ich hier rein, das ist der Schleichweg. Schon, Heinrich. Okay, dann hier hinten rein. Sind ja noch mehr. Wo ist dieses blöde Buch? Dieser Ort ist nur Mönchen vorbehalten. Verlasse ihn auf der Stelle. Was haben Sie denn okay, dann gehe ich. Sie vernachlässigen ihre Pflichten. Ich habe eine andere Idee. Und der silberne Pegasus. Hallöchen. Ja, das ist blöd gelaufen. Ich habe eine andere Idee. Eine viel reinere und perfektere. Aber erstmal, das Dieb ist gut, dass ich da habe. Verstecken. Ich könnte das da. Rein in die Satteltasche damit. Und damit. Schneidersitz, dass es auch noch geklaut ist. Gut. Ich brauche einen Mönch. Nee, ist eine Wache. Vielleicht der Pförtner. Wenn ich den sehe, dann habe ich hier vielleicht Glück. Pebbles ist er immer noch. Da ist der Pförtner, sehr gut. Genug aufheben. Du kommst mit. Okay, da ist immer noch der Typ. Dann legen wir ihn mal hier hinten ab. Wir machen das wie ein Hitman. wo ist der Wörtner jetzt hin? Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich hoffe, der ist jetzt nicht da oben. Nee, das ist ein Stock. Pförtner.
Bist du da drin? Oh Gott. Der wird mir so weg. Ich nehme mal Licht raus, der ist bestimmt da. Ups. Na gut. Es gab nie einen Pförtner. Das ist immer so passiert. Kann ja passieren. Dann suche ich mir einen anderen, wenn ich einen, der nicht verschwindet, der sie spawnt. Ja. Ich hoffe, den brauchen wir nicht mehr. Es wär schlecht, wenn wir eine Quest mit ihm hätten. So, jetzt schauen wir mal. Vielleicht finde ich hier einen Mönch. Ich höre sie doch schon, wie sie andauernd singen. Das ist Necronomicon? Was ist deine Mission? Ich will das Necronomicon klauen. Das Papstschisma ist es nicht. Wir bräuchten... Ich nehme mal die Eule mit. Ratai, das ist auch nicht schlecht. Ich nehme mal die Bücher einfach mit. Die werden sich wundern. Aber ich brauche das Necronomicon. Für den Hüxener Krug, das ist es auch nicht. Für die eine Geisterquest und der eine... wie nennt man den nochmal? Warte, ich habe die Quest dort. Der letzte Wille. Nee, das war's nicht. Der ruhelose Geist. Necronomicon für den... Ich hätte... Ne, Apotheker. Der Apotheker in Ratai. Der hat gesagt, er bräuchte das Buch. Das kriegen wir bestimmt hin. Oh, wir werden gesucht wegen Diebstahl. Das ist ungünstig. Und die wissen ja nicht, dass ich hier bin. Gegen Flöhe und Warzen. Hier war das Buch auch. Okay. Ist da jemand? Nein. Hier ist niemand. Warum ist denn da noch jemand? Mit der Dunkelheit. Die war gut Metbraut, das ist sehr wichtig. Bist du ein Necronomicon? Herausgerissene Buchseite? Das wird es bestimmt nicht sein. Was war da? Ja. Ich habe aber den Schlüssel. Du gehörst hier nicht her. Verlasse diesen Ort. Ganz ehrlich, will ich mich von dem aufhalten lassen? Okay, weißt du was, ich hau dem einer rein. Wo ist denn der? Nee, ist Prag. Okay, es war bestimmt hier drin, nicht wahr? So, haben wir hier über ein Necronomicon? Da. Necro. Nö. Ist hier rum? Ja, auch nicht. Rausgerissene Buchseite, nehme ich das einfach mal mit. Viele Bücher über Prag, aber nicht das, was ich suche. Ich meine... Hey, was in drei Teufelsnamen glaubst du, was du da machst? Wenn du dich nicht verpisst, gibt's Ärger. Ja, okay. Ich finde das Buch gerade nicht. Danke, hey, ich gehe wieder. Kein Problem. Alles in Ordnung. Verhaftet. Was war das denn?
Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Das ist ein bisschen ärgerlich. Weg damit. Du bist kein Mönch, du hast hier nichts verloren. Hinfort. Ja, sag das bei den Wachen da draußen. Nicht immer mir. So, ich mache dann die Quest später. Weil jetzt habe ich reingeschaut. Ich habe das Buch nicht gefunden und die stören mich die ganze Zeit. So, Pebbles. Pebbles. Pebbles, du blamierst dich vor allen Leuten. Okay, dann hau ich dich so raus. Au. Au. Pebbles. Okay. Pebbles ist gerade noch nicht so weit. Wir nehmen das Schwein. Ist nur wegen dem Pförtner. Der hat Unglück gebracht. Ja, Pebbles hat es endlich geschafft. Wir reiten dann nach irgendwo anders hin. Ich wollte ja nach Meriet. Genau. In Meriet hatten wir einmal den Typ mit seinem Testament. Wir sollten es hier eigentlich beim Gemeindepfarrer abgeben. Oh, obwohl, es ist gerade Nacht. Ah. Wenn es gerade dunkel ist, nehmen wir den Brokatstoff mit. Ein Feind? Nö, wir fliehen. Wir bewegen uns ganz langsam vorwärts. Und für sein Verbrechen verübt. Nein, werde ich nicht. Ja, die sind es unglückliche Zufälle. Außerdem habe ich mich schon mal mit den Wachen hier angelegt. Die sollten nicht wissen, dass das schon mal böse ausgehen kann. Für mich und für die. Ich hätte manuell hinreiten sollen. Das wäre besser gewesen. Aber wenn ich schon hier bin, dann würde ich noch schlafen. Also nachdem ich den Brokatstoff geklaut habe. Dann nochmal zu dem Schwertschmieden gehen. Au! Au! What? Bleibst mehr hast du nicht drauf! Au! Warte, 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 warte! Du bist tot! Au! Du lungerst herum, wo du nichts zu suchen hast und ignorierst die Warnungen. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Das wird ein saftiges Bußgeld, 15 Groschen. Ich hab nicht genug Geld, Mann. Was ist das? Verflucht. Hier hast du das Geld. Was ist hier los? Also gut. Sieh zu, dass das nicht nochmal passiert. Hey. Was ist das? Also manchmal, ey. Okay, hier ist der Händler. Wir nehmen uns jetzt den Stoff. Ist der Stoff? Ist er da? Ja. Plopp. So, jetzt rennen wir einfach raus. Mir doch egal, ob die was merken. So, jetzt wo wir es geklaut haben. Für Müller Simon. Wo ist denn der Müller? Ist er da unten? Nee, ist Necronomicon. Das haben wir leider nicht geschafft. Ja, okay, das ist eine andere DLC-Quest. Der Müller ist dort hinten. Okay. Das heißt, wir reiten erstmal wieder zur Taverne. Schlafen kurz. Und dann ab zu dem Schwertschmieden. Da können wir vielleicht noch ein bisschen Ausrüstung verkaufen. Und
dann hätte ich wieder ein bisschen Geld, um das Dorf aufzubauen. Ich bin schon wieder falsch geritten. Ja. Dieser Weg ist einfach zu einladend. Ja. So, wupp. Jetzt sieht ihr auch gar nichts mehr. Ja. Au. Das war nicht mal Absicht. Bei Fußköter. Er ist immer noch nicht da. Egal, wir gehen erstmal schlafen. Rein da. Ja, 8 Uhr müsste schon sein. Die stehen ja auch nicht recht, auch nicht früher auf. Da müssen wir mal schauen, was Herr Ratzig zu der ganzen Angelegenheit sagt. Jetzt, wo wir eigentlich den Münzpräger bzw. seine Gruppe dort gefangen haben. Und ich habe ihn nicht ermordet. Ich bin ja so gut. Nein, ich bin gespannt, was Herr Ratzig jetzt dazu einfällt. So. Oh, und ich habe den Vers hier aufgeschrieben. Im letzten oder vorletzten Mal, wenn ich meinen Zettel finde. Habe ich nicht mehr hingetan? Ist der das? Nee, das ist was anderes. Der da hinten? Nee, das ist er auch nicht. Irgendwo wird der Zettel schon sein. So, die Fackel brauchen wir nicht mehr. Tschüss, Fackel. Klopp. Da lang. Ja! Könnte ich meine Rüstung wieder sauberer machen? Ja, wir schauen erstmal beim Schmied. So, du musst Geld für das Dorf beschaffen, glaube ich. Das müssten wir, deswegen machen wir das. Ich habe leider die Rüstungen vergessen, aber bevor ich die alle mit mir schleppe, schauen wir erstmal, ob er überhaupt Geld da hat. Allmächtiger! Ist dir etwas zugestoßen? Nein, ich sehe mal so aus. Auf bald. Er hat Geld. Okay, dann schnappen wir uns ein paar Rüstungsteile. Wir haben noch ein paar in die Truhe reingelegt. Die holen wir uns dann mal ab. Ja. Ich hoffe, da waren noch welche. Ja, wie soll ich denn sonst üben? Es gibt hier einen Parkplatz von der Privatperson, auf der ich üben kann. So, also, Waffen. Wir haben doch ganz viele Waffen, die wir verkaufen können. Zum Beispiel diese Axt, das da, das. Das ist auch die Musik, die ich dazu brauche. Denn jetzt gibt's Geld. Großvater, das alte Schwert. Händlerschwert, das können wir wegwerfen. Knappenschwert. Kumanischen Bogen, die nehmen wir mit. Die Schilde. Metallplatzierte Schreitaxt. Ich würde eine Axt da behalten. Aber diese ganzen Bögen, die brauchen wir nicht. Kriegshammer würde ich auch behalten. Schwerer Schild brauchen wir nicht. Das heilige Schwert lassen wir dort. Schwert des Räuberbarons. Altes Familienerbstück. Das Kurzschwert. Ja. Langschwertstecher. 66. Heiliger Michael. Ich finde den heiligen Michael immer noch besser. Den Stecher verkaufe ich, genauso wie die Streitkolben. Das kann ich verkaufen. Schwert des Räuberbarons würde ich da drin lassen. Letztliche Klinge kommt hier mit. So, was habe ich hier alles für Rüstungen? Die können wir mal alle, die wertvollen zumindest, mitnehmen. Ist die besser als das, was ich habe? Ich
alten Nürnberger Küras mit 25. Ah, 24. Verkaufe ich dann. Plop, 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 plop. Die brauchen wir alle nicht. Nur meinen edlen Hut, den würde ich behalten. Und diese rot-weiße Hose. Oder waren es die schwarzen? Ja, die nehmen sich nicht viel. Dann behalte ich beide. Ah, die kann ich wegtun. Oh Gott, Jupor, ich glaube, ich mochte die noch nie. Wenn wir welche brauchen, kaufen die einfach neu. Zaumzeug, das. Mein Gott, habe ich viel Zeug mit. Nämlich das modische Kleid davon eins auch weg. Das da. Wow, da ist so viel drin. Ja, kaufen jetzt einfach alles. Die Schlappen nicht, die mag ich. Oh Gott, das wird ja furchtbar, wenn ich da hinlaufen muss. Ja, weg damit. Alles weg. Den grünen Hut nicht. Das da. Glaub, so viel kann ich auch gar nicht verkaufen. Wir werden sehen. Da gibt's ja noch einen Händler. Mit dem kann ich dann die Waffen verkaufen. So, auf Pebbles kann ich natürlich nicht. Vielleicht können wir ein paar schwere Sachen drauf tun. Ja, oh Gott, das wird richtig schwer. Oh Gott, ich trage echt viel zu viel. Und, okay. Dann wird es, dann gehen wir mal dahin. Ich glaube, das wird sich nicht lohnen. Ich glaub, wir tragen viel zu viel. Das kann er nicht mal bezahlen. Ich sollte wieder ein paar Sachen da rein tun. Ich bräuchte die Truhe beim Händler. So, wir tun mal ein paar Sachen wieder rein. So ein paar Sachen, die weniger wert sind. Hier Leichentücher zum Beispiel. Hier sowas. Die brauchen nur Gewicht und sind nichts wert. Die Kette hätte ich verkaufen können. Aber das da. Ich möchte wenigstens wieder mit dem Pferd reiten können. Hier direkt 300er. Das wird nicht viel wert sein. So, Kettenhauben, 500. So. Natürlich kann ich nicht da drauf, aber dann laufen wir halt hin. Oder gibt es einen Stärketrank? Wie in, Lebenspunkte, Natter, Schnaps, Traurig, Björn, Zornestrunk. Rein damit. Also schneller bin ich nicht, aber die Musik passt dazu. Also dieser Unterton, der sich dazu fügt. Dieses Dorf wird bald brennen. Jetzt kommt die fröhliche Musik wieder. Dieser Unterton, der macht's. Ich kann nicht das ja kurz einstellen. Pater Noster, qui es in celis.
hab mir ein bisschen mehr oft, aber der Unterton eher so. Unser Wesen besteht aus Zorn. Unsere Handlungen werden von Wut geleitet. Oh, es ist auch weg. Na toll. Jetzt hören wir es nicht mehr. Da kann ich die Musik auch wieder anmachen. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Dann halt so. Die Sonne mag brennen, sie mag auch scheinen, doch Liebste, du gehst niemals ein. Und zum Letzten? Die Sonne versteckt sich hinter dem Haus, ihre Glut wird kalt, ihr Feuer geht aus. Ja gut, es sinkt nicht mehr. Dann verkaufe ich das zurück. Was das Härten betrifft, nein. Gott sei mit dir. Das ist ja schon. Wir geben dir mal Rüstungen. Also, ich hätte gerne das nicht. Auch nicht. Alles muss raus. Bekomme schon 7.000. 11.000. Dann nehmen wir mal die silbernen Spuren wieder zurück. Schön. Ich würde mal mehr verkaufen. So, ich hätte gerne noch ein bisschen, 2 Stück. Und dann handeln wir mal. Besprechen wir den Preis. Ich hätte gerne das. Ja, das sollte. Gutes Geld. Ich kann immer noch nicht aufsitzen, aber der nächste Händler ist da hinten. Und wenn wir sowieso nach Rattay gehen, da gibt es ja auch wieder Händler. Und von Rattay können wir dann später nach Tallenberg. Da müssen wir noch mit Herrn Robert sprechen. Und dann könnten wir wieder nach El Pribislau jetzt. Aber es kommt natürlich darauf an, was Herr Ratzig sagt. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Gott sei mit dir. Wie denen alle das fällt denen alle auf. So, weg mit dem ganzen Zeug. Oh, so viel Geld hat er gar nicht. Bedauerlich. Dann weg damit. Wir brauchen auch nicht so viele Fackeln. Das können wir noch verkaufen. Das können wir noch verkaufen. Und dann falschen wir wieder. Lässt sich was am Preis machen? Nun. Siehst du. Jetzt kann ich immer noch nicht rennen. Ich hoffe, wir können jetzt reiten. Nein, können wir nicht. Das ist schlecht. Dann werfe ich ein paar Sachen weg. Hier von den Waffen, die sind schwer. Hier die Streitmauer, die 600 wert. Die Schilder, die brauchen wir nicht, die sind 7. So, irgendjemand soll damit glücklich werden. Sehr gut, jetzt geht's. Es gab noch einen Händler, der war aber. Der war. Da, nicht am Kloster. Obwohl, da gibt's auch einen Schmied. Wir fragen mal beim Schmied hier im Kloster nach. Ja. Ja, schlechter Weg. Ja. So, ich hoffe, der am Kloster hat mehr Geld. Weil der Waffenhändler war ja eher enttäuschend. So, da haben wir ihn doch. Vitus? Gott sei mit dir. So, lasst uns mal handeln. Der hat auch nicht viel. Okay, aber ein paar Waffen können wir verkaufen.
Zum Beispiel diese Bögen. In Furchtlos, noch in Furchtlos. Noch ein Bogen. Oh, geht schon gar nicht mehr. Dann nicht im Bogen. Der kommt wieder zurück. Reden wir über... Endlich eine Vernunft. Gut. Vetus? Gott schütze dich. Mein Vater sagt, ihr arbeitet nicht mit Kupfer. Ist auch so. Ich habe in der Stadt etwas anderes gehört. Es heißt, ein alter Herr hätte sämtliches Kupfer aufgekauft. Schimpfst du mich einen Lügner? Oder meinen Vater? Fordere mich nicht heraus. Ich nenne euch so, wie ich es für richtig empfinde. Und das wird wehtun. Außerdem schickt mich Herr Ratzek. Aber ganz ehrlich, wenn du kämpfen willst, nur zu. Wenn du mir den Schädel einschlagen willst, nur zu. Mit Freuden. Mach's gut. Spinnst du, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Links, rechts, links. Das ist wieder falsch rum, aber trotzdem. Du nennst mich. Und bam. Was hast du mir zu erzählen? Du hast recht. Wir stellen nachts Kupferplatten her. Wozu die Geheimniskrämerei? Vater verbot mir, darüber zu sprechen. Ich weiß nicht wieso, hab nicht gefragt. Wer kauft euch die Platten ab? Ich weiß nicht. Hab die Kerle nie gesehen. Vater spricht nicht gern darüber. Dein Vater schuldet mir eine Erklärung. Jesus, bitte tu ihm nichts. Keine Sorge. Deinem Vater dasselbe anzutun wie dir wäre doch grausam. Ein Krüppel in der Familie reicht. Danke, Herr. Alles Gute. Jo. Die Quest ist zwar vorbei, aber... warum nicht? Oh, wir können es nicht mehr ansprechen. Möge Gott mit dir sein. Ja, ja. Ah, wir haben das Bruchstück schon geklaut. Okay. Glaube ich. Ja, ich glaube, wir haben es schon geklaut. Dann reiten wir hier weg. Hier haben wir nichts mehr zu tun.